daran müssen wir arbeiten, alle miteinander. Wir alle, die wir hier stehen, können froh sein, dass das jetzt so ausgegangen ist. Das haben wir aber nur geschafft, weil so viele Menschen die Petition unterschrieben haben. Weil die Landtagsabgeordneten Ulrike Gothe und Christoph Rabenstein sich eingesetzt haben und diese Petition im Landtag eingereicht haben und Albina und ihre Familie unterstützt haben. Auch dafür herzlichen Dank.